Aber hübsche Frauen, die Männer. Ich sehe das mehr als Protest, ja, gegen die Ausbeutung der Frauen. Beim Schminken kann man da noch was kann lernen. Man einiges machen, ja. Wie heißt das so schön? Der Zweck heiligt die Mittel. Ja. Ist das in Hamburg auf der Reeperbahn? Oh Gott, du bist das die Tabletänzer in Nutten sind. Interessant. Ja. Nee, habe ich nie gewusst. Ich meine, es ist schwierig einzuordnen. Das sind alles Männer, oder? Habe ich das richtig verstanden, richtig mitgekriegt? Aber sie sehen doch hübsch aus als Frauen. Ja. Und gut aussehende Frauen, die Männer. Fast würde ich sagen, das ist Strippermilieu. Guck mal, die schminken ihre Lippen richtig. Sieht eher aus wie Las Vegas. American First hier. Das Silikon sitzt, der String ist bequem. Silikon? Ah, Silikon, ja. Ich denke an Fasnacht. Die verkleiden sich auch als Nonnen und als was weiß ich was. Das finde ich jetzt nicht anrüchig, anstößig oder so. Habe ich auch schon überlegt, ob ich ins Kloster gehe. Jetzt nehmen wir Elisabeth. Ah, jetzt, ja, muss, jetzt nehmen wir. Muss ich nichts machen. Das hättest du vorher überlegen müssen. Noten aller Länder, vereinigt euch. Ja, es gibt nichts, was es nicht gibt. Ja, ich fand's einfach nur lustig. So was kann man nicht ernst nehmen. Aber ja. Jetzt was soll uns das sagen? Sagt uns gar nichts. Ja, ich muss jetzt erstmal wissen, wie der Text tatsächlich geht und gucken, ob das irgendeinen Bezug hat, das, was sie da veranstalten und was sie singen. Gucken, ja, anfassen, nein, so eine bin ich nicht. Ja, der hat ja entschieden mehr Tiefe, als man zuerst vermuten mag. Boah, ich könnte deine Mutter oder deine Schwester sein, also das... Die singen auch davon, dass manche das wirklich tun, damit sie sich und ihre Familie über die Runden bringen und dass das ja dann im Grunde genommen nichts Anrüchiges ist. Genau, da steht's. Denn ich mache das nur, damit mein Sohn seine Windeln kriegt. Das heißt, sie muss ihren Lebenssinn soeben gerade gefunden. Genau, das ist es, weil irgendwie muss sie ihren Lebensunterhalt verdienen und sie tut's für ihren Sohn. Ja. Und das Lächeln meines Sohnes unbezahlbar. Ja. Das ist etwas, was einen berührt. Natürlich wird eine andere Sprache auch gesprochen, die vulgär ist. In diesem Jargon und in diesem Gewerbe ist es ja auch angebracht. Ne? Die werden sich da nicht mit hochgeistigen Worten bewerfen. Ach, so furchtbar vulgär finde ich das jetzt eigentlich gar nicht. Aber ich denke, es gibt viele Familien, die keinen anderen Ausweg wissen, als so ihr Geld, oder Frauen, als so ihr Geld zu verdienen, damit sie über die Runden kommen. Also ich glaube, es gibt mittlerweile auch Studentinnen. Ja, ganz viele. Prostituierte. Ja, ja. Weil sie nicht mehr wissen, wie sie ihr Kellerloch bezahlen können, in dem sie wohnen. Natürlich. Macht es eigentlich einen Mann für seine Familie? Fragen, ganz großes Fragezeichen. Tja, der Text ist eigentlich sehr ernsthaft. Ja, durchaus. Mit der ganzen Problematik. Alle Achtung. Ja, manche Menschen haben es einfach schwer. Wenn es euch gefallen hat, schreibt uns. Sagt uns eure Meinung, schreibt uns eure Meinung. Und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Wir freuen uns darüber. Leck mir den Shampoos vom Po. Und der so gut schmeckt. Da hätte ich auch was anderes gesagt. Gleich wäre ich gleich deutlicher geworden.